Die ukrainische Armee steht nach Angaben von Präsident Selenskyj im Osten zunehmend unter Druck. In einer Videoansprache sagte er, es müsse nun alles getan werden, um die ukrainischen Verteidigungspositionen im Gebiet Donetsk zu stärken. Die Region sei nach wie vor Schwerpunkt der russischen Angriffe. Russland meldete derweil einen neuen ukrainischen Drohnenangriff, bei dem mehrere Häuser beschädigt worden sein sollen.